Wir sollen es miteinander verbinden, wenn es hinterher raucht. Hallo Gerrit! Hi ho! So, wir haben hier irgendwie einen altbekannten Bock. Da haben wir das letzte Mal ja so Probleme gehabt mit der Schwungscheibe. Mit der Schwungscheibe, richtig, da war das Wort. Und derweilen ist eine neue Schwungscheibe und eine neue Grundplatte ohne Spulen hier aufgetaucht. Und wir haben jetzt schon mal die, das ist die Grundplatte. Die alte? Das ist aber die alte. Wir haben jetzt die neuere schon mal verbaut. Die hat jetzt im Gegensatz zur alten hier oben einen Einstellbereich für den Geber. Sonst die Positionierung ist ungefähr ähnlich. Ja, die Schrauben sind jetzt da und da. Und eine neue Schwungscheibe haben wir bekommen. Genau. Und jetzt ist die Schwungscheibe auch, das war tatsächlich eine Fädelproduktion. Es ist jetzt hier schon ein bisschen. Da ist ein bisschen Flucht was dran. Bisschen, ja. Müssen wir gleich nochmal sauber machen. Wenn man jetzt da reinguckt, das ist ein Klatt. Warte. Also man sieht wieder so leichte Spuren. Bearbeitete Spuren hat sie. Genau. Aber die passt. Es ist glatt. Also vorher war es ja wirklich so, ja, eine Mondlandschaft, ne? Genau, ich gucke jetzt hier auch mal selber rein. Ja, es ist ausgedreht worden. Ja. Wahrscheinlich irgendwie, naja, der Dreher kann es nicht ganz so gut. Scheint so. Und wir haben jetzt einmal den Test gemacht. Es ist wieder nicht mit Ziehkeil, mit dem Keil zu verwenden. Genau. Weil wenn wir den Keil verwenden, wäre der Zündzeitpunkt hier. Also wie bei der alten Grundplatte, das haben sie anscheinend, kriegen sie nicht auf der Reihe. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso. Ja, ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch nachgeguckt, viele verwenden die noch ohne Keil. Richtig, das ist auch das, was wir jetzt machen, ohne Keil verbauen. Das ging bei der letzten ja gar nicht, weil wenn man dann die Grundplatte reingehauen hat, hier so ansetzt, jetzt ist kein Keil drin. Vielleicht mal so. Wenn man den so reinsetzte bei der alten, hat das Ding ja blub. Die kippelt. Und ich habe gesagt, jetzt kippelt jetzt auch noch so ein bisschen so hoch, aber wenn wir jetzt. Vorführeffekt. Fest. So, sitzt. Und so muss das sein. Jetzt sitzt sie. Siehst du, jetzt kann ich sie. Ja. So. So muss es sein. Und wer nochmal. Es könnte noch ein bisschen besser haften. Wir machen jetzt mal Bremsenreiniger hier nochmal sauber. Und wer noch mal sehen will, wie das vorher ausgesehen hat, der schaut mal in das Video, was wir euch oben einblenden. Was wir jetzt machen, wir machen das mal richtig fettfrei nochmal. Ja. Das ist ganz wichtig, gerade für so eine Konusverbindung. Ob das jetzt auf Dauer sich nicht verdreht, kann ich nicht garantieren. Wir bauen es erstmal ein. Richtig. Das wird jetzt der Test erweisen. Und dann können wir wieder ein Resümee hinterher machen. War toll oder war... Semi-toll. Semi-toll. Aber was auf jeden Fall hätte nicht Not getan, wenn wir gleich von Anfang an das Richtige bekommen hätten, ist das Rumflexen am Gehäuse. Das hätten wir uns schenken können. Schaust dir an. Laut Hersteller nicht. Schaust dir an. Ich habe es ja eingebaut. Ja, laut Hersteller nicht. Sag mir, ob du da dran bist. Aber man sieht hier unten die Kante. Ich lasse es mal rot blinken. Und das ist nämlich die Stelle, wo wir geflext haben. Also man sieht, die ist auch halb abgedeckt. Also wirst du auch bei dieser Grundplatte wieder nicht drumherum kommen. Wir liegen ja hier oben an einem anderen Anschlag an. Das heißt, wir können nicht weiter hochdrehen. Nein. Und hier unten muss man wegnehmen. Ja. Es geht nicht anders. Also, oder wir haben einen falschen Motor. Richtig. Kann natürlich sein, dass wir hier völlig falsche Moped haben. Ja, angeblich nicht, weil auf der Beschreibung steht nämlich ganz klar drauf MZ-ETZ 150. Vielleicht ist das ja eine Hayabusa. Ob man das jetzt wirklich machen möchte für den Preisvorteil, das muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Ich sag mal so, dieser Steg in dem Motor ist nicht ganz so wichtig. Das ist bei der anderen eher so ein Schmutzfang. Hat technisch keine Bedeutung, man kann ihn wegnehmen. Aber manche Enthusiasten, scheiß Fremdwörter, ne? Möchten auf keinen Fall mit irgendwas an ihrem Motor gehen. Muss jeder für sich selber entscheiden. Den Wellenstumpf habe ich nochmal mit Bremsenreiniger eingesprüht. Genau. Und jetzt versuchen wir nochmal, was jetzt mal ein Problem ist, wir müssen jetzt, ich habe versucht, mir den Zündzeitpunkt hinzudrehen, versuche jetzt grob das aufzusetzen und werde dann nachher, Gott sei Dank hat der jetzt hier oben ein schönes langes Langloch, das ist ja der Zündauslöser, den jetzt gleich so hier festsetzen und hinterher können wir den mit dem Langloch hier hin und her schieben, um den Zündzeitpunkt
fein einzustellen. Das ist natürlich eine schöne Lösung. Dann brauchen wir nicht, wie bei zum Beispiel KR50 etc., die Warpe hat ja zum Beispiel auch kein Keil, SA2. Und da muss man dann den Punkt treffen, abziehen, nochmal Punkt treffen, abziehen, nochmal Punkt treffen, weil man die Grundplatte dort nicht verdrehen kann. Genau. Jetzt eine Frage schon mal vorweg. Wir sehen hier die oberen Schrauben und jetzt hat das Ding noch untere Schrauben. Warum und wozu und wofür sind die? Ich habe gedacht, das ist eine Einstellung, aber hier drüber kann man nichts einstellen. Also. Ich habe es eben probiert. Ich werde nochmal genau gucken, weil wir müssen, wenn wir den jetzt gesetzt haben, müssen wir hier zwischen dem Pick nennt sich das, oder Geber oder wie auch immer, Heilgeber, sonst was, kann man verschiedene Ausdrücke zu sagen, müssen wir einen Abstand von wieder mal so 0,3, 0,4 hier zwischen dem Berg und dem, hier zwischen muss 0,4 mm Abstand sein. Ja. Damit die Wärme ausdehnt und damit er nicht zerschlagen wird. Zu weit weg darf er auch nicht sein, sonst wird die Zündung zu unpräzise oder funktioniert nicht richtig. Genau, dann also löst der Geber nicht aus und kann nicht richtig oder falsch und flattert oder sonst irgendwas. Genau. Ja. Aber mit dem Halteband wird es jetzt auch tricky, ne? Ja. Aber dafür hast du ja vorne eigentlich die Kerbe gefunden. Dafür kann man hier jetzt mit einem großen Schlüssel. Genau. Wenn man denn den richtigen hat. Einmal mit dem Schlüssel da vorne dran grabbeln. Muss man es zwischenlegen. Mhm. Machen wir es da so. Ja, wenn du jetzt den Zündzeitpunkt dabei nicht verstellt hast. Ne? Nö, der dreht sich jetzt mit, weil ich ihn schon aufgeschlagen habe. Okay, na gut. Heißt ja nicht, dass ich beim Anziehen nicht gleich doch einen Hauch mitrutscht. Ne? Kennst du das ja. Dafür können wir ja Gott sei Dank hier. Ja, gucken. Sollte fest sein, sagt er. Ja, da habe ich so ein bisschen. Warum nimmst du denn eigentlich nicht die große Zange? Weil ich damit abmachen wollte. Achso, da war ja was. Kennst mich ja. Mhm. Da würde ich garantiert mit abmachen. Ich bin erstmal zufrieden. Jetzt sind wir hier auf OT. Ich gucke nochmal. So, das ist der Umkehrpunkt. So. Adin. Da. 75 wollen wir stellen, ne? Mhm. Alter, das nicht gelöst. Das sieht doch mal nice aus. Aber muss der nicht auch wie bei der E-Zündung mittig drüber stehen, Gerrit? Ich glaube, in der Bedienung, wir können gleich nochmal reingucken. In der Bedienungsanleitung steht zu Beginn. Der muss zu Beginn sein. Okay. So, jetzt ist wichtig, dass wir den Abstand zwischen dem Pick, was wir gesagt haben, hier einmal durchmessen. Ja, ich krieg noch nicht ganz durch. Also müssen wir da doch nochmal ran. Also muss ich versuchen, den doch noch einen Tick. Ich habe mal vorhin geguckt, ob man hier rüber einstellen kann. Hier ist auch noch alles los, habe ich das. Sind das? Nee. Die ist nur verbogen, die Schraube. Die ist nicht gerade, das ist alles. So, gucken wir mal, ob wir hier drüber noch weiter wegkriegen. Ja, wenn, dann musst du doch reindrehen oder nicht. Ja, erstmal lose gemacht, ne? Okay. Nö. Der wird einfach nur lose, okay, aber man kann den nicht einstellen dadurch, ne? So. Ich wollte mal hier so ein bisschen blockieren, weißt du? Mhm. Da hast du auch das beste Werkzeug gegriffen, mein Lieber. Ja, das saugend. Nochmal saugend. Fest so, jetzt machen wir hier mal alles fest. Aber das ist schön. Das ist auch noch nicht fest. Okay, dann kann sich jetzt natürlich der Abstand schon wieder geändert haben. Aber es ist trotzdem schön mit den langen Löchern, dass man da wirklich nochmal fein einstellen kann. Das kann man auf jeden Fall nachjustieren, das ist richtig. Das macht es doch einfacher. Dann kontrolliere ich jetzt gleich nochmal, wo der Pick jetzt steht. Ja. Ja, okay. Super. Das funktioniert ja. Soll ich die eine Schraube angezogen, ist oder bin ich? Hm. Bisschen Schiss auch hier mit Festschrauben, weil. Die dollsten Schrauben sind durch. Ja. Okay. Jetzt habe ich Abstand. Ja. Ist wieder saugend hier, fällt nicht raus. Aber ist natürlich auch magnetisch. Schön. Zündung ist dran, was ist jetzt unser Auftrag? Jetzt möchte ich erstmal die Zündung an sich verkabeln, sonst hat das Fahrzeug ja noch null Kabelbaum, den machen wir hinterher. Richtig. Jetzt wollen wir erstmal Regler,
Zündspule und dass der Elektronikbaustein miteinander verbinden. Mhm. Wir haben uns jetzt hier schon mal einen Massepunkt geschaffen, dass wir so die ersten Masse hier anschließen können. Genau, dann können wir nämlich auch mit der Länge ein bisschen gucken. Genau. Und jetzt würde ich mal gucken, dass wir die Kabel unterkriegen, dass dann zum Schluss nur noch Plus, Minus übrig bleibt. Ja. Oder im Zweifelsfall der Plus und eventuell die Ladekontrolle und Zündung aus. Ja. Und wenn wir das haben, können wir nämlich den Rest des Kabelbaums ja normal weitermachen, weil dann ist die Zündung erledigt. Dann könnte die sogar schon funktionieren. Richtig. Rein theoretisch. Da wir jetzt ganz clever sind, haben wir uns diese polnische Zündung einmal selber übersetzt. Mit es gibt da verschiedene Apps fürs, ne? Jo, einmal die Farben übersetzt. Können die Farben übersetzt, weil ansonsten hier muss nämlich braun jetzt auf rot, schwarz, weiß muss auf rot, weiß, orange auf rot und schwarz auf grün oder so, keine Ahnung. Ah ja, grün haben wir schon auf schwarz, auf Masse. Ja. Genau, wo war noch? Da Chani ist auch Masse, genau, das ist der hier Chani. Grün ist der da drüben. Aha, dann ist das zum Beispiel ja schon wieder. Du hast mir hier grün dran gemalt? Ja. Und grün geht aber auf Masse. Ja. Und das rote Kabel geht auf schwarz. Und hier ist es, guck dir das an. Ne? Grün soll Masse sein und rot soll auf schwarz. Ne? Mhm. Hast du angeschlossen, nicht ich? Nein, das war schon du. Das war ja so, wie wir es gekriegt haben. Ja, das glaube ich nicht. So. Schwarz geht auf rot. Rot geht auf orange. Das ist sogar schon fertig. Ja. Gut, das habe ich angeschlossen. So, der schwarze ist klar, geht hier auf schwarz auf grün. Das ist erledigt. Also ist das erledigt. So, dann haben wir die Verbindung schon fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die hier. Von der Zündspule habe ich jetzt zwei Stück und das dritte wird dann wahrscheinlich Zündung aus sein. Gehe ich mal von aus. Hm. Von unten kommt braun. Braun muss auf rot-schwarz. Das ist rot-schwarz. Von unten kommt weiß, geht auf rot-weiß. Das ist auch eine wilde Farbkombination hier, wa? Also anhand der Farben kannst du hier nichts erkennen. So, hier fehlt jetzt noch eine Isolierung. Ach nee, das ist die, die ich vorhin abgerissen habe. Ja. Weil weiß ist der Pick. Ja, der Geber. Der Geber. Gucken, ob ich es drüber kriege. Das wäre schön, ansonsten müssen wir ein Isolierband nehmen. So, hallo Frederik. Hallo. Frederico. Sitzen meine Haare schon? Nein. Schreibt's mal in die Kommentare. Danke sehr. Nee, nach dem Lego-Menschenhelm bin ich mir nicht so sicher. Ja, das ist cool. Hier machen wir nachher nochmal Isolierung drum. Guck mal, da hat's funktioniert. Mhm. Du kannst ja das Grüne da reinschieben. Das ist gut. So, und jetzt haben wir hier noch einen Weißen übrig. Oh, perfekt. Was haben wir noch übrig? Und die drei Roten. Die drei Roten gehen wahrscheinlich auf die Lima. Jo, denke ich auch. Und der Schwarz-Weiße ist nicht, hier nicht beschriftet. Doch. Ah ne, stimmt. Ja. Schwarz-Weiß habe ich nirgendwo hingeschrieben. Nee, das ist ja jetzt erstmal nur die Zündung. Also rein theoretisch würde die Zündung jetzt schon dauerhaft laufen. Zünden. Der Rest ist ja jetzt hier. Dann ist das Zündung aus. Ja. Und ich suche dann noch. Es müsste ja einer davon, müsste da dann eventuell Laderegler sein. Hier, Ladelampe. Mhm. Wechselspannung plus. Ja, schon. Wir wissen es nicht. Uns qualmt gerade ein bisschen der Kopf. Weil Polnisch mit Übersetzer war schon schwer. Ja. Das ist jetzt selbsterklärend gewesen. Das ist hier die drei Spulen von der Lima. Die sind auch hier alle drei gelb. Da kann man wahrscheinlich rein, ist wahrscheinlich eine Wechselstrom-Lima. Jo. Das wurde ja Gott sei Dank mit den Farben erklärt. Jetzt haben wir hier noch das Relais. Das soll ja, weil wir bei einer MZ immer Plus nur geschaltet haben. Vape, so wie auch diese hier, möchte aber Masse zum Ausschalten haben, weil wir Masse immer auf den Zündenergie legen zum Kurzschließen. Dann ist die aus. Genau. Ne? So, jetzt haben wir hier gerade, dazu steht hier leider nicht viel drin. Wir haben nur dieses Bildnis gefunden, man soll die drei Kabel mit M5-Loch zusammenknoten.
Ja. Problem ist jetzt, wir haben hier zwei Kabel mit M5 und das dritte Kabel ist dann das, was von oben vom Zündschloss kommt. Richtig. Das ist einmal der Regler, einmal das Relais. Die werden zusammengeknotet und dann kommt von oben der geschaltete Plus, um das Relais an- und auszumachen. Das Relais klingt, sieht jetzt komisch aus, aber der Halterung ist wahrscheinlich eine Universalhalterung. Ja. Hier hat man einmal Masse von der Spule und einmal den Arbeitsstromkreis auf Masse gelegt. Das kommt hier und ist schon angekrimmt. Ja. Und die Masse schaltet das Relais dann auf die Zündspule. Ja. Und mit dem Pluskabel hier, was von oben kommt, schalten wir das Relais an. Dann wird dieser Arbeitsstromkreis unterbrochen. Dann haben wir hier keine Masse mehr. Und dann kann die Zündelektronik arbeiten. Liegt hier Masse drauf, ist die Zündelektronik kurzgeschlossen. So, das haben wir gemacht. Und wenn wir das Relais jetzt entfernen, haben wir sogar, also jetzt mit Relais ist ja Motor aus, weil wir haben ja noch keine 12 Volt Versorgungsspannung. Ja. Ich mache jetzt mal Licht aus für euch, damit ihr alle was seht. Achso, und jetzt wird es noch lustiger. Wir haben natürlich hier einen sehr gut isolierten Motor. Jawohl. So, jetzt machen wir mal das Relais rein, wenn ich es wiederfinde. Was natürlich ist, man hat jetzt so ein bisschen Restenergie noch drin. Natürlich, einmal wird es funken, danach wird es tot sein wahrscheinlich. Aus, ne? Jo. Kommt nichts. Ja, das funktioniert schon mal grob. Und übrig haben wir jetzt eigentlich nur noch, das ist jetzt Plus-Kabel ins Motorrad rein, über Sicherung auf Batterie. Masse ist hier schon, haben wir schon aus dem Regler hier draufgelegt. Das heißt, die Masse haben wir auch auf dem Rahmen. Und das ist jetzt nur noch Zündung aus an. Genau. Warum das Relais, der Regler jetzt auch nochmal Zündung plus an auskriegt, weiß ich nicht genau. Nee. Aber es ist auch nicht beschrieben. Wir sollen es miteinander verbinden, wenn es hinterher raucht. Genau. Und was ich ja auch witzig finde und eigentlich, was heißt witzig? Dass das hier mit M5-Dingern und dann soll das mit einer Schraube zusammengeschraubt werden. Ich weiß warum. Und isoliert werden. Ich weiß aber, mir fällt ein, warum. Na? Weil, wenn du jetzt Zündung anmachst, reinkickst, kommt hier schon ein Plusimpuls. Ja. Und zieht das Relais an. Ja. Das heißt, ich habe nämlich gerade unten einmal gelesen in Übersetzer, man kann die ohne Batterie betreiben. Mhm. Das heißt, hier gehe ich davon aus, wenn wir jetzt das zusammenknacken, ja, müsste es eventuell... Dass du nicht abhängig bist von der Batterie. Ist aber doof, weil da würde es ja immer angehen, weil wenn du kickst, kommt ja hier auch Spannung. Ne? Ja, aber du leitest, achso, das wenn ja, du keine, du leitest das ja dann direkt auf Masse. Keine Ahnung. Wenn das Relais jetzt... Nee, das ist ja Vormasse, das ist ja der Erregerstrom. So. Ich weiß es noch nicht. Ja, wir forschen noch mal ein bisschen. Ja, alles klar, gut. Und probieren zur Not aus. Ist ja nicht unser Relais. Tschüss. Ciao, Leute.